Einige Sekunden später und einige Tische weiter zupfte Kermit die vorüberrauschende Tee am Arm. »Hi«, sagte er. »Setzt euch zu mir, holde Maid.« »Sagt, wer ist der Recke dort am Tische?« »Patrick McDermott. Ein alter Freund von mir, ebenfalls jetzt erst wieder in der Stadt. Ich muss los, entschuldige mich bitte.« Mit diesen Worten verließ die junge Ärztin das Lokal. Kermit sah Jody, die neben ihm saß, herausfordernd an und machte: »Ah, ja. Irgendwas ist da eindeutig verkehrt gelaufen. Ich weiß bloß noch nicht, was genau. Irgendwie kommt der Kerl mir nämlich bekannt vor. Ich weiß bloß noch nicht, woher.« Jody grinste. »Hältst du ihn vielleicht für verdächtig?« »Wer weiß. Jedenfalls haben Pete und ich heute Nachtdienst. Mal sehen, was sich herausfinden lässt. Bis morgen also.« Die letzten Bemerkungen zu Ethelthorpes Personalakte wurden weit nach Mitternacht vom Computer verschluckt und als optische Pünktchen auf einer DVD verpackt. Erleichtert sahen Peter und Kermit einander an. Der größte Teil dessen, was sie während ihres gemeinsamen Nachtdienstes an Papierkram zu erledigen hatten, war damit bearbeitet. Kermit nutzte seine Sonderrechte zum Kommen und Gehen, wann es ihm passte, und übertrug sie kurzerhand auch auf seinen Freund. Schließlich war Sergeant Broderick durchaus in der Lage, das Telefon zu bedienen, falls sich doch noch etwas ergab, wozu sie ausrücken mussten. »Gehen wir nach Hause«, meinte der Sonnenbebrillte und griff nach seiner Jacke. Im Umdrehen erkannte er hinter einer der Glaswände, die sein Büro einfassten, eine Bewegung und dann eine Flamme, die dort nicht hätte sein sollen. »Achtung!« schrie er gerade noch rechtzeitig, um Peter aus der direkten Gefahrenzone zu buxieren. Der Molotow-Cocktail schlug in die Glastür ein, die zerbarst. Ein zweiter folgte unmittelbar und ließ Kermit keine Chance, die Person, die er durch das Panoramafenster wahrgenommen hatte, zu identifizieren. Die beiden Polizisten standen gebeugt mit den Schultern zum Feuer, die Hemden vor den Gesichtern, und suchten nach einer Möglichkeit, den Glaskasten, der Kermits Büro darstellte, zu verlassen, bevor er explodierte. Aber es gab keine Möglichkeit, außer der, durch die Flammen und die Glaswände zu springen. Beide begriffen diesen Sachverhalt gleichzeitig. Kermit fingerte hastig nach einer Schere, machte einen Schnitt in seine Jacke und zerriss sie dann. Peter versuchte, ihn zurückzuhalten, und auch Kermit wusste, dass das halbierte Kleidungsstück keinen von ihnen völlig würde schützen können, aber dem ehemaligen Söldner war klar, dass es eilte. »Nimm«, schrie er und hustete durch den Hemdkragen hindurch, »und spring!« In diesem Moment schlug eine dritte Flasche genau in die Ecke ein, in die sie zurückgewichen waren, und ihre Augen wurden groß vor Entsetzen. Eine meterbreite Feuerwand trennte sie von Kühlung und frischer Luft. Ein paar Stunden zuvor hatte T, die in dieser Nacht nicht einschlafen konnte, sich auf ihrem pritschenartigen Bett hin und her gewälzt. Nachdem sie das ungefähr 1 Million Mal erfolglos ausgeführt hatte, stellte sie zu ihrem Erstaunen fest, dass ihr zum ersten Mal die spartanische Einrichtung, die sie im Grunde liebte, wie eine Strafe erschien. Weder Lesen oder Herumgehen in der Apotheke, noch die Einnahme beruhigender Kräuter zeitigte ausreichende Wirkung. Schließlich nahm sie eine weichere Decke vom Regal und kuschelte sich gemütlich hinein. Dann lag sie eben wach. Was machte das schon? In letzter Zeit war einfach zu viel geschehen. Sie hatte eine neue Arbeitsstelle gefunden und nach den schrecklichen Ereignissen der vergangenen Wochen einen neuen Anfang gewagt. Sie empfand mehr für den Sohn ihres Arbeitgebers, als ihr lieb war, und dann waren ihr überraschend gleich zwei alte Freunde über den Weg gelaufen, deren weiblicher, herausfordernde Gedanken aus ihrer Erinnerung hervorrief und deren männlicher Gefühle hochkitzelte, die sie schon lange verschüttet geglaubt hatte. Sie konnte sich eines Lachens nicht erwehren, als blitzartig die reiche Empfindungswelt in ihr hochstieg, die Paddys Wandergitarre wachgeküsst hatte. Sie konnte sich noch sehr genau an die Klangfülle erinnern, die der Künstler dem kleinen Instrument zu entlocken vermochte. Daran und an Paddys Deodorant, spät nachts äußerst angenehm mit leichtem Schweißgeruch vermischt. Sie vergrub lächelnd ihre Nase im Kopfkissen und ließ ihre Gedanken schweifen. Der gestrige Tag war ereignisreich gewesen, zumindest emotional, und das nicht erst am Abend. Auf dem Weg ins Chandlers hatte Lia T in den Zoo geschleppt, und zwar mit der erstaunlichen Begründung, sie täte das, damit sie beide sich wieder auf ihren Platz in der Schöpfung besinnen konnten. Ein typischer Lia-Satz, denn sie sprach ihre wahren Gefühle selten aus. Normalerweise war alles, was mit Empfindung zu tun hatte, in ein theologisch-philosophisches Kleid gehüllt. T lächelte im Halbschlaf. In der Tat hatten Lia und sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht über Persönlicheres gesprochen. Als sie am Delfinarium vorbeigekommen waren, war ja ein Delfin in einem etwas rückwärtig gelegenen Extrabassin,
wegen seines außergewöhnlichen Erscheinungsbildes sofort ins Auge gefallen. Irgendwie sah seine Kopfform ungewöhnlich aus. Tee liebte diese Art von Meeressäugern, nicht nur wegen ihrer Bedeutung im Feng Shui, und war neugierig näher getreten. Auf einem Schild neben dem Aquarium hatte sie gelesen, dass es sich um einen südamerikanischen Flussdelfin handelte. Sie hatten sich dem Delfin so weit wie möglich genähert. Aus Mitleid, wie Tee rückblickend deutlich wurde, weil er allein dort schwamm. Während der 2-3 Schritte vorwärts hatte sie an Kane denken müssen. »Ich kann Dinge weit über das Sehvermögen hinaus wahrnehmen«, hatte er gesagt und hinzugefügt, »eine mitunter nicht einfache Gabe.« Plötzlich wusste sie, was er empfand, wenn er sich fremden Lebewesen näherte, die für ihn keine Fremden waren. Und für sie, wie sie jetzt fühlte, waren sie es auch nicht. Waren sie es niemals auch nur annähernd gewesen. Es schien, als hätte sie den Shaolin treffen müssen, um wieder zu erkennen, welche Fähigkeiten sie besaß, ja von Anfang an besessen hatte. Diese Erkenntnis machte ihr Angst, denn wenn ihrer Freundschaft mit Kane ein Zweck zugrunde lag, was würde dann sein, wenn dieser Zweck erfüllt worden war? Oder würde dann ein neuer Zweck sichtbar werden, was nicht ausgeschlossen war? Und war dieser weitere Zweck möglicherweise, dass er herausfand, was geschehen war? Sie hatte sich seufzend gegen die Glasumzäunung gelehnt, deren Kälte langsam durch ihre Jacke und ihre Hose in ihren Bauch gedrungen war, aber so konnte sie dieses faszinierende Tier einfach besser erkennen, das einen leichten Tropfenreigen in ihr Gesicht sprühen ließ, wenn es träge mit der Seitenflosse schlug. Und dann hatte der Delfin zu ihr gesprochen. Sie sah in sein Gesicht und seine Augen redeten. Sie sagten, er sei nicht aus Südamerika, sondern aus China, aus dem Yangtze-Kiang, ein Baiji. Und er sei einsam, so unendlich einsam. Es war eine merkwürdige Erfahrung gewesen, und zunächst hatte Tees Verstand sich bemüht, ihr einzureden, dass sie sich etwas einbildete. Aber ihr Gefühl, wirklich das tiefe, intuitive Gefühl, dass sie Dinge erkennen ließ, nicht einfach eine Sinnestäuschung oder eine oberflächliche Emotion, war im Hintergrund so stark gewesen, dass sie zugeben musste, dass es offensichtlich real war. Sie hatte gelernt, Tiere zu verstehen, oder war dabei, diese ihr innewohnende Fähigkeit auszubauen. Es war so, wie Paddy gewitzelt hatte, als sie ihm vor dem Chandlers, als er sie im Weggehen abgefangen hatte, um sie nach Hause zu bringen, vor Kane vorgeschwärmt hatte und von den Dingen, die er ihr beibrachte. »Pass auf, am Ende lernst du noch mit Tieren zu reden. Egal, es würde zu dir passen.« Heiß glomm der Wunsch in ihr, sich ihrerseits den Tieren verständlich zu machen, obwohl sie nicht sicher war, ob der Delfin und die Katze in der Apotheke nicht ohnehin mehr begriffen, als man ihnen im Allgemeinen zutraute. Das Wissen um die neu gewonnene Fähigkeit ging allerdings mit Traurigkeit einher, mit jener Traurigkeit, die Tee schon einmal gehemmt hatte, als das Gefühl in ihrem Leben zu stark geworden war, und diese Tatsache machte ihr Angst. Sie wollte nicht wieder in die Depression abrutschen, so wie damals, nachdem... Sie weigerte sich noch immer standhaft, an Daniels zurückzudenken und daran, was danach geschehen war. Schließlich lagen die Dinge jetzt völlig anders. Sie hatte die Möglichkeit, sich Kane anzuvertrauen. Vielleicht hatte er eine Erklärung für dieses merkwürdige Erlebnis im Zoo, und zwar eine, die sie nicht als verrückt abstempelte. Es schien ihr nicht nur möglich, sondern selbstverständlich, dass er ebenfalls mit Tieren sprechen konnte. Nachdem sie diesen Gedanken zugelassen hatte, oder eher noch mitten darin, kehrte etwas heim zu ihr. Ein Empfinden, das sie lange Zeit nicht mehr gekannt hatte, zumindest nicht in dieser Intensität. Sie fühlte sich geborgen, und sie spürte, dass sie eins war mit dem Weg, den sie ging und den sie gehen musste. In diesem Moment war alles richtig, als wäre ein Puzzleteil an seinen Platz gesetzt worden und hätte einen Teil des Ganzen oder das gesamte Selbst erkennbar werden lassen. Erschöpft von der bloßen Erinnerung daran, ließ sie ihre Gedanken zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren, dem Baiji, dem einsamen Baiji. Ja, davon hatte sie gelesen. Der Yangtze-Delfin, der Legende zufolge Reinkarnation einer ertrunkenen Prinzessin, gehörte zu den bedrohtesten Tierarten der Welt. Viele Flussdelfinarten waren blind wie er, das war nicht das Schlimme. Schließlich gab es auf der Welt viele Flüsse, die versandet waren und so den Delfinen die Möglichkeit raubten, unter Wasser etwas zu erkennen. Sie orientierten sich mit Hilfe von Ultraschall. Aber die Baijis verfingen sich oft in den Schrauben der Motorboote, die sie zuvor mit ihrem Lärm erschreckt und ihre innere Sonarortung durcheinandergebracht hatten. Die technische Entwicklung hatte ein Tempo erreicht, mit dem die Anpassung auf genetischer Ebene nicht Schritt halten konnte.
Es hatte geheißen, dass ein Schutzgebiet für den Baiji eingerichtet worden sei, das Anwohner sich mit großem Erfindungsreichtum für ihn stark machten. Das bedeutete, es gab Hoffnung. Andererseits war das ein Tropfen auf den heißen Stein, denn wie sollte man in einem so großen Fluss die letzten verbliebenen Yangtze-Elfen finden, um sie in sichere Gefilde zu leiten? Der Baiji auf dem Foto im Internet hatte ihre Augen zum Funkeln gebracht, aber in den Baiji im Wasserbecken hatte Ti sich verliebt. Seine mädchenhaften Formen, sein klares Gesicht ließen sie für möglich erachten, dass er wirklich eine ertrunkene Prinzessin beherbergte. Gott hatte dieses einzigartige Geschöpf erschaffen und ihm diese Strahlkraft verliehen, und sie konnte unter Umständen daran mitwirken, das vielleicht letzte Tier seiner Art zu retten, zu bewahren, zu pflegen, bis es auch starb? Der vielleicht allerletzte Baiji. Man hatte schon seit langer Zeit keinen einzigen mehr gesehen. Ti seufzte. Sie konnte definitiv nicht schlafen, daran hatte kein Hausmittel etwas geändert. Vielleicht konnte sie Klarheit gewinnen, indem sie sich mit ihren Gefühlen konfrontierte. Sie wusste, wo das am besten möglich war, nur musste sie dafür außer Haus gehen. Also stand sie auf, um sich ein bisschen an einem der gefährlichsten Orte der Stadt herumzutreiben. Chinatown bei Nacht. Der vertraute, geschäftige Singsang des Tages war zu diesem Zeitpunkt längst verflogen, aber im tiefsten Chinatown, dort, wohin kaum ein Tourist jemals seine Füße setzte, nahm Ti gerade durch das Fehlen dieser Kulisse jedes Geräusch überdeutlich wahr. Irgendwo klapperte ein Teller aus Porzellan, Blechern ein Deckel. Die Nacht war klar und kühl, Ostwind, keine Spur von Nebel oder Dunst. Ti's Unruhe nahm zu, obwohl sie unvermindert schnelle Schritte vorwärts tat. Sie befand sich nur einen Block von Lias Wohnung entfernt, die sie bislang noch nicht betreten hatte, aber das konnte sich schließlich ändern. Als sie das Hochhaus erreichte, fragte sie sich unwillkürlich, weshalb die meisten ihrer Freunde momentan nicht zu ebener Erde wohnten. Ein Lächeln stahl sich auf ihre Mundwinkel, als sie an Peter dachte, auf den diese Feststellung ebenfalls zutraf. Selbst Paddy war im Chandlers im Hotelbereich über dem Schankraum untergebracht, keine 5 Minuten von ihrem Standort entfernt. Während sie noch überlegte, welches der Fenster zu Lias Apartment gehören mochte, drückte sie bereits auf den Klingelknopf. Aber nichts geschah. Sie läutete noch ein weiteres Mal. Immerhin war es nachtschlafende Zeit, und die Pastoralreferentin würde vermutlich ein paar Minuten zum Aufwachen und notdürftigen Ankleiden benötigen. Doch wieder ohne Erfolg. Kein Wunder zu dieser späten Stunde, wiederholte sie innerlich. Aber ein drittes Klingeln musste doch Erfolg zeitigen. Was es nicht tat. »Sie ist bestimmt bei Peter«, dachte Ti frustriert und stapfte weiter durch die Nachtluft, die sie frösteln machte. Die zwei haben sich auf eine Art angesehen, bei der Lia vor Johnny gewöhnlich schnell zur Verabredung geschritten ist. Ihr Atem wurde als feine weiße Schleierwolken sichtbar, die der jungen Ärztin im selben Maße bewusster wurden, indem sie ihrerseits bewusster die Melodie von Paddys Lieblingslied summte, dem Lied, das er in Irland für sie geschrieben hatte, als sie so notwendig ein wenig Erholung gebraucht hatte. Der Mathematiker, der seine Studien und seinen Unterhalt mit seinem Gesang und seinen künstlerischen Begabungen bestritt, der ehemalige Priesteramtskandidat, in den sie bereits heimlich verliebt gewesen war, bevor er den Studiengang wechselte. Paddy war der Mann, der ihr Leben bislang am nachhaltigsten geprägt hatte. Aber war er auch derjenige, zu dem sie gerade unterwegs war? Sie musste dringend mit jemandem reden, und sie war sicher, dass der richtige jemand ihr die Störung zu solch ungewöhnlicher Uhrzeit verzeihen würde. Aber der Gedanke, Paddy aufzusuchen, erschreckte sie. Er konnte so vieles missverstehen. Gestern erst hatte sie Lia anvertraut, dass sie noch immer sofort an körperliche Liebe denken musste, wenn sie Paddy sah, und dass sie sich dafür schämte. Ihre Beziehung zu ihm war schließlich alles andere als ausschließlich körperlich gewesen. Lia hatte daraufhin regungslos gefragt, »Also Paddy und Sex, trotz Peter?« Woraufhin Ti sinniert hatte, »Letztlich bleibt ein Pärchen doch deshalb zusammen, weil man sich irgendwie verbunden fühlt, auch ohne Vereinigung, oder?« Lia hatte schnippisch gekontert, verbunden fühle man sich auch mit seinem Bruder, und das hatte wiederum Ti zu der Äußerung veranlasst, was das anginge, habe sie entschieden zu viele Brüder, so viel sei sicher. Sie beschloss, statt ins Chandlers und damit zu Paddy, lieber ins Agrippa zu gehen, Peters ehemalige Stammlokalität, wie Scalani ihr anvertraut hatte, um sich dort eine Riesenportion gebratener Ente zu gönnen, und öffnete knapp 3 Minuten nach diesem Entschluss die Tür unter dem Neon-Namensschild. Der Türsteher hatte ihr Gesicht offenbar für harmlos befunden. »Erstaunlich«, dachte sie, »endlich gefällt jemandem mein Anblick.«
Im Eingangsbereich passierte sie ein schon etwas lädiertes Plakat mit halb zerrissenen Ecken, das einen Pandabären der Filmtierschule zeigte, die gerade im Zoo Vorführungen anbot. Mitten in Chinatown bedeutete das sowohl eine Provokation als auch Heimat und Trost. Während sie noch ihre Ente vertilgte, deren köstliche Wärme ihre Traurigkeit in den Hintergrund drängte und ihre ängstliche Seele nährte, bemerkte sie einen Tumult im Innenhof. Sie verzehrte genießerisch den letzten Bissen und dankte. Dann stand sie auf und ging gemessenen Schrittes auf die Quelle der Lautstärke zu, die ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Überrascht bemerkte sie, dass ihr plötzlich wieder Paddys Lied durch den Kopf ging. Competitor. Nebenbuhler. Hinter dem Torbogen, der hinaus in den Innenhof führte, flackerte unregelmäßig der Schein eines Feuers, dessen Flammen meterhoch in die Luft schlugen. Jemand warf Knallfrösche hinein. Andere wärmten ihre Hände, die sich im Schein des kontrollierten Infernos von der Kühle der Nachtluft erholen konnten. Auf der anderen Seite des Hofes und dennoch nur knapp außerhalb der Reichweite der potenziell zerstörerischen Hitze sah T in regelmäßigen Abständen winzige bunte Bälle in die Luft fliegen. Ein Jongleur. Er brachte, ob beabsichtigt oder nicht, einen kleinen, mehr oder weniger spontan organisierten Tauschmarkt in Schwung, denn entlang der Häuserwände nutzten Gruppen von Anwohnern die Gunst der Stunde und beluden kleine Tische mit Waren unterschiedlichster Herkunft und Qualität. Nachdenklich betrachtete sie das Feuer und das Innenleben, das es nährte. Wer auch immer den Haufen aufgeschüttet hatte, verbrannte Bücher. »Geht es Ihnen gut?« fragte eine ältere Dame, die Tee am nächsten stand. »Sie sind so blass geworden.« Tee schrak auf. »Ja, danke, kein Problem«, stammelte sie verwirrt und ertappte sich dabei, dass sie zur Beruhigung wieder in den schaukelnden Singsang von Paddys Lied verfallen war, der so gut in den Rhythmus von Chinatown passte, obwohl der Text alles andere als beruhigend war. Sie starrte in die Flammen und versuchte zu begreifen, was sie fühlte. Bücher waren das kostbarste irdische Gut, das sie kannte. Sie transportierten in der vergänglichen Form von Wörtern echte Erkenntnisse, Medizin, Lebenshilfe, die Manifestation menschlicher Kommunikation mit dem Kosmos in der größten Erfindung überhaupt, der Sprache, der Schrift. Einst waren sie durch den immensen Aufwand, der zu ihrer Herstellung nötig war, durch ihren Preis und ihre schlichte Seltenheit kostbar gewesen, doch heute galten andere Maßstäbe. Die Ehrfurcht vor dem Buch war einer merkwürdigen, ehrfurchtlosen Geisteshaltung gewichen, die es zu erkennen und als leer zu entlarven galt. Bücher, dachte T, haben sowohl die tibetischen als auch die chinesischen Weisheiten sowie ihre Medizin in schweren Zeiten zuverlässig bewahrt. Bücher, dachte T, können Ideen transportieren. Deshalb sind sie den Mächtigen so oft ein Dorn im Auge. Bücher, dachte T, kann man verbrennen. Ideen nicht. Es war Unrecht, Bücher zu verbrennen. Und dann, sie wusste selbst nicht weshalb, stieg wieder dieser Zorn in ihr auf. Derselbe Zorn, den sie auf Peters Revier gespürt hatte, ebenso in Kanes Apartment, aber auch schon lange, lange zuvor. Gedanken verknüpften sich zu einer Assoziationskette, die sie das Leid der vergangenen Wochen mit voller Deutlichkeit spüren ließ. »Es ist Unrecht«, schrie sie in die Flammen, gegen das zerstörerische Zischen und Stampfen, das zuvor eine Symphonie aus Wärme und Licht gewesen war. Ein plötzlich einsetzendes Schlagzeugsolo aus dem Innenraum des Restaurants, mehrfach verstärkt mit den Mitteln modernster Technik, machte den Widerspruch komplett und erstickte ihren Protest durch pure Lautstärke. Unrecht, dachte T, muss zu Recht gemacht werden. Oder nein, es war ganz anders. Unrecht beinhaltete Recht. Recht war bereits da, aber ganz offensichtlich auch wieder nicht. Nicht verwirklicht, nur potenziell. Sie atmete so schnell und mühevoll, dass sie fürchtete, die tanzenden Lichtpunkte vor ihren Augen seien in Wirklichkeit Folgen ihrer inneren Qual. Bilder von Recht und Unrecht tauchten vor ihrem geistigen Auge auf. Schneller und schneller drehten sie sich um ein langsam sichtbar werdendes Zentrum, die Hybris des Menschen, die Verkehrung des legitimen Wunsches, andere von Sünde abzuhalten, manifestierte Legitimation seelischer Folter durch unschuldige Handlanger im Eherecht der katholischen Gerichtsbarkeit. Und ein Priester mitten darin. Ein Seufzer entfuhr ihr, kein Schrei, und sie nahm überrascht wahr, was sie selbst kaum glauben konnte, nämlich, dass sie gerade verzieh. Ihre Füße spürten den Boden wieder. Sie standen und ließen sich tragen, anstatt, wie sie vor Sekunden noch befürchtet hatte, nachzugeben und sie in die Flammen stürzen zu lassen. Vage erinnerte T sich an Joyces Worte, »Ich werde nicht dienen, an was ich nicht mehr glaube.« Bedeutete das, dass sie praktisch eine Scheidung von der gesamten Kirche vorzunehmen hatte? Oder war es nur das kanonische Recht, das sie verachtete?
dem sie sich entweder zu unterwerfen hatte oder das sie verlassen musste? Wie nah war die Kurie am Herzen ihres Glaubens? Lichtjahre entfernt. Eine Gestalt in den Motley-Hosen eines Hofnarren wurde am Rand des Feuers sichtbar. »Du hast wunderschöne Augen«, sagte die Gestalt und hob eine Hand, um eine Träne von ihrer Wange zu wischen, die sie selbst nicht einmal bemerkt hatte. Die andere Hand umfasste eine unbestimmte Anzahl kleiner, wollbespannter Jonglierbälle. Es war Paddy. »Wunderschön«, wiederholte er, »wie die eines Kindes. Aber viel, viel zu traurig.« Er legte einen Arm um sie, zog ihn aber augenblicklich zurück, als er spürte, dass sie Widerstand leistete. »Das hat doch nichts mit dem Baiji zu tun, von dem Lia erzählt hat?« Ti war überrascht, dass er von dem Baiji wusste, aber noch mehr gab ihr zu denken, dass Paddy sich offenbar mit Lia getroffen hatte. Das konnte alles Mögliche bedeuten, genauso gut aber auch gar nichts. So oder so, sagte sie sich selbst, konnte es sie nicht tangieren, denn sie war entschlossen, Paddy nie wieder so weit in ihr Leben vordringen zu lassen wie ehedem. Allerdings war es denkbar seltsam, dass Lia anscheinend dabei war, mit den beiden Männern, die ihr Ti am wichtigsten waren, gleichzeitig ein Verhältnis zu beginnen. Oder eine Freundschaft. Sie atmete durch und zwang sich, diese fruchtlose Gedankenkette zu unterbrechen. »Wie kommst du jetzt auf den Baiji?«, fragte sie. »Nun, weil es schon merkwürdig ist, dass niemand offiziell etwas weiß, aber der Delfin plötzlich in aller Munde ist. Im wahrsten Sinne des Wortes übrigens. Heute gab es eine besondere Spezialität auf der Speisekarte, Baiji-Embryonen.« Ti lachte ungläubig. »Wie bitte?«, fragte sie vorsichtig. »Nun, wenn du mir nicht glaubst, geh hinein und überzeuge dich selbst.« »Dann ist es also ein trächtiges Weibchen? Ich meine, war, also eines, das trächtig war?« »Keine Ahnung, aber, nun, es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber könnte es nicht sein, dass dein Delfin, wenn er denn tatsächlich zu dieser Spezies gehört, zur Nachzucht verwendet wird?« »Ein einziges Tier? Parthenogenese kommt bei Vertebraten äußerst selten vor«, versetzte Ti sarkastisch. »Da müsste schon Gentechnik im Spiel sein, Klonen oder sowas.« Die Bemerkung war als Spaß gedacht gewesen, aber in dem Moment, als sie sie aussprach, spürte sie einen Kloß im Hals. Paddy legte ihr ohne Rücksicht auf ihr heftiges Abwinken seine Jacke um die Schultern und führte sie ins Lokal. Das Schlagzeugsolo setzte wieder ein, und der späte Markt kam jetzt richtig in Gang. Das Feuer brannte nicht mehr ganz so lichterloh, die ersten Herumstehenden verloren das Interesse. In der Tür drehte Ti sich noch einmal zum warmen Lichtschein um und sah, dass nicht alle Bücher vollständig verkohlt oder verbrannt waren. Noch prangte in mattrotem Einband unter einem riesigen schwelenden Holzscheit das Gesetzbuch der katholischen Kirche, der CIC. Zu dem Zeitpunkt, als Ti die Treppen zu Kanes Loft hinaufstieg, um nach der schlaflosen Nacht doch noch ein wenig auszuruhen, hatte Lia mit einer Sondererlaubnis das Kunststück vollbracht, sich ins Channel 3-Archiv vorzuarbeiten und zu nachtschlafender Zeit in aller Ruhe recherchieren zu dürfen. Müde und leicht abgehetzt, weil sie nach der schlaflosen ersten Hälfte der Nacht und einer sehr kurzen Schlafphase das Signal ihres Weckers verschlafen hatte und bald die ersten Sonnenstrahlen sichtbar werden würden, ging sie an der Rezeption und den vereinzelt eintreffenden Frühschichtredakteuren vorbei in den Raum, der die Erinnerung der Stadt und damit auch ihre eigene Vergangenheit barg. Mit einem Seufzer schaltete sie den Mikrofilmmonitor ein. In der Tat, der Delfin, den sie auf dem Plakat gesehen hatte, war bereits vor 10 Jahren in den Zoo gekommen. Zumindest ein Delfin gleichen Namens und ebenfalls ein Flussdelfin. Allerdings kam er aus Brasilien. Wenn Ti recht hatte und es sich bei dem Tier im Extrabassin um einen Baiji handelte, stellte sich unmittelbar die Frage, weshalb das bislang noch niemand entdeckt hatte. Oder weshalb es unter Verschluss gehalten wurde. Sie untersuchte das grün-gelbe Monitorbild genauer und stutzte. Das Foto schien retuschiert worden zu sein, aber genau konnte sie das wegen der Unschärfe nicht sagen, die bei dem unheimlich leuchtenden Technikmonstrum nicht zu vermeiden war. Immerhin wurde der ursprüngliche Artikel um ein Vielfaches vergrößert abgebildet. Sie würde das Bild fotografieren und sich näher ansehen, denn wenn es hier um den chinesischen Yangtze-Delfin ging, blickte sie dabei womöglich auf das letzte Exemplar seiner Art. Lia betrachtete das Bild beinahe zärtlich und versprach dann, als könne das Tier sie hören, »Wir finden heraus, weshalb du hier bist und du dich nicht wohlfühlst. Ich glaube, das Tier recht hatte, als sie deine Tränen spürte. Wir werden dir helfen.« Sie holte tief Luft. Jetzt fühlte sie sich besser als noch vor einer Stunde. Sie beschloss, das Bild zu vergrößern und als Plakat aufzuhängen, falls es wirklich ein Baiji war.
Jedes Kind sollte dann erfahren, welcher Schatz sich in seinem Zoo befand, und ihn betrachten dürfen. Aber eigentlich war sie hierher gekommen, um etwas anderes herauszufinden. Sie suchte im Stichwortverzeichnis und fand etwas Passendes. Ja, tatsächlich, das Dokument existierte. Professor Robertson verlässt die Uni. Wer hatte zu diesem Zeitpunkt etwas mit ihm zu tun gehabt, das von Interesse sein könnte? Ethelthorpe stand auf dem Foto neben ihm. Die beiden kannten sich aus ihrer Zeit im Offizialat. Charlie hatte nämlich gelegentlich für Robertson gearbeitet, auch nach dessen Verabschiedung. Das Kirchengericht dieser Diözese schien seine Mitarbeiter auszuwechseln wie Akkus in einem Wecker. War einer ausgebrannt, kam zwischenzeitlich ein anderer dran. Naja, vielleicht lag das auch daran, dass sie alle noch weitere berufliche Interessen hatten. Natürlich war es wichtig festzustellen, dass auch Charlie inzwischen umgebracht worden war, ebenso wie Robertson und wie Daniels. Was wäre, wenn bekannt würde, dass einer von ihnen der Täter war und sich anschließend selbst... Nein, das konnte nicht sein. Laut inoffiziellem Polizeibericht waren sie alle ermordet worden, von Selbstmord war nirgendwo die Rede. Die große Frage auf dem Revier lautete unzweifelhaft: Gab es nur einen Täter oder waren es mehrere? Nachdenklich ließ Lia ihren Blick über das Foto schweifen. Der wirre Haarschopf hinten links konnte durchaus von Daniels stammen. Und neben ihm stand T. Lia zuckte zusammen. War es möglich? Nein, das konnte sie nicht glauben. Aber T hatte Daniels gekannt, er war ihr Beichtvater gewesen. Zumindest hatte Paddy das erzählt. Sie, Lia, würde sich mit Paddy treffen, um zu beratschlagen, wie weiter vorzugehen sei. Auf keinen Fall durfte T selbst etwas erfahren. Sie dachte zu viel, vor allem um zu viele Ecken, und ihre Aussage würde Widersprüche offenlegen. Den Mikrofilm mit dem verräterischen Artikel nahm Lia an sich, um ihn an einem sicheren Platz zu verstauen. »Was ist passiert?« fragte Peter, als ihm dämmerte, dass er noch lebte. Er sah sich um, soweit seine Position es zuließ, stellte fest, dass sie sich auf den unteren Treppenstufen im Erdgeschoss des Reviers befanden, begriff, dass sein Kopf auf Kermits Knien lag und versuchte erschrocken, sich aufzusetzen, was allerdings zur Folge hatte, dass schwarze Punkte vor seinen Augen zu flimmern begannen, weshalb er es tunlichst unterließ. »Eine gewisse junge Lady hat etwas getan, das ich mir nicht erklären kann«, behauptete Kermit keuchend. Seine Gedanken schienen in sein Gesicht geschrieben. Manche Kollegen hatten wirklich ein enormes Gewicht, wenn sie ohnmächtig wurden. Peter hörte, dass jemand im Hintergrund lachte. Jemand mit einer sehr angenehmen Stimme. Derselbe jemand sagte: »Erstaunlich. Ich wusste gar nicht, dass es etwas gibt, das du nicht verstehst.« »Lia?« fragte Peter verwirrt. Ihm war nicht klar, ob er ihre Anwesenheit als angenehm oder unangenehm empfand. »Nein«, lachte die sympathische Stimme, und Kermit postulierte: »T, natürlich.« Peter drehte sehr, sehr langsam den Kopf. Dann straffte er sich und setzte sich auf. »Was machst du hier?« fragte er, ohne zu verdeutlichen, ob seine Worte freundlich gemeint waren oder nicht. Kermit bemerkte offenbar ihr Zögern und antwortete an ihrer Statt: »Sie hat uns gerettet.« »Was?« »Sie hat uns gerettet. Dummerweise weiß ich nicht wie.« »Aha.« »Ich sah sie mit den Armen wedeln und plötzlich ging das Feuer aus.« Kermit wirkte in höchstem Maße vor den Kopf gestoßen. Der Sprinklerthermostat hatte nicht einmal Zeit, die Hitzesignale auszuwerten. »Aha«, sagte Peter noch einmal, jetzt selbst zögernd, weil in Gedanken versunken. Er hatte ein Bild vor Augen, wie einmal ein Feuer auf ganz ähnliche Weise gelöscht worden war. Es war eine angenehme Erinnerung. »Genau wie mein Vater«, sagte er, unfreiwillig beeindruckt und jetzt eindeutig freundlich. »Du fegst Feuer mit einer Handbewegung aus, statt es mühsam zu löschen. Du tauchst absolut gelassen hier auf, statt panisch zu werden, und...« Ein Hustenanfall ließ ihn den Satz unterbrechen. T nahm sein Handgelenk und fühlte seinen Puls. »Du solltest ins Krankenhaus gehen«, sagte sie, »zur Überwachung.« »Quatsch«, antwortete er, »ich war nur ohnmächtig, glaube ich jedenfalls.« »Kermit, stimmt das?« Sein Kollege bestätigte: »Du warst ohnmächtig.« Peter nickte befriedigt. Wieder tanzten die schwarzen Punkte vor seinen Augen und wieder ließ er es. »Wir müssen hier raus«, sagte T energisch und half ihm aufzustehen. Peter betrachtete sie forschend. »Am Anfang dachte ich, du seist schüchtern, aber jetzt?« »Pete, halt die Klappe und lauf, sonst fällst du um«, sagte sie unsanft, aber herzlich. Zu dritt kamen sie kaum um die Ecke des Raumes. Draußen heulte eine Feuerwehrsirene, und von der Treppe her hörten sie die schweren Schritte des Löschtrupps. Auf dem Schreibtisch an der Tür
lag unbemerkt ein rußgeschwärzter CIC.